30, 31, 32, 33. Gerade einen Moment noch, ich muss zu Ende zählen. 34, 35, 6. ...112, 113, 114 Tasten sind das hier. Ja, herzlich willkommen Leute hier beim Yapperkat. Heute geht es also um diese 114 Tasten umfassende Gaming-Tastatur von One by One. Die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer gemeinsam an. Und gleich zum Anfang, das hier ist eine Einsteiger-Gaming-Tastatur, also echt günstiger Preis. Und wir schauen mal, was die so zu bieten hat. Und das auffälligste Feature könnt ihr hier direkt schon sehen, die ist farbig beleuchtet, hat eine Hintergrundbeleuchtung und zwar in verschiedenen Farben. Hier unten mit diesem Button kann man umschalten zwischen Blau, Rot und Lila. Oder komplett ausschalten und man hat auch die Möglichkeit, hier die Helligkeit zu regulieren. Einfach Fn-Taste gedrückt halten und mit Bild hoch oder runter kann man dann hier die Helligkeit einstellen. Das geht natürlich bei jeder Farbe der drei Farben und somit ist das schon mal ja ein schöner Effekt, den man hier haben kann. Es gibt aber auch noch etwas, was mir persönlich besser gefällt und das ist der Wechselmodus. Einfach Fn drücken, hier unten die Taste nochmal für die Farben und dann wird hier pulsierend durch die verschiedenen Farben einfach mal durchgeschaltet und das sieht echt schick aus meiner Meinung nach. Und ihr habt auch auf der Seite hier rechts und links so kleine Fensterchen, wo eben dann auch das Licht nochmal rausschaut und hier oben noch ein schönes kleines beleuchtetes Logo. Also so viel zur Optik, sieht schon mal ja, ganz nett aus. Das Beleuchtete gefällt mir ganz gut. So von der restlichen Optik, ihr seht schon hier scharfe, abgeschrägte Kanten. Sieht so ein bisschen aggressiv aus und ja, wem es gefällt, sieht eigentlich ganz schnittig aus. Muss jeder selber wissen, ob er das so schick findet. Eine weitere Besonderheit sind die Multimedia-Buttons hier oben auf der rechten Seite. Da habt ihr einmal Musikplayer, Play, Pause, lauter, leiser oder stummschalten. Und bei mir haben die einwandfrei funktioniert. Und auf der linken Seite habt ihr noch weitere spezielle Funktionstasten wie Home, Taschenrechner, Suche, Mailprogramm. Die sind alle vorbelegt, da kann man also nichts mehr dran ändern. Muss man dann ausprobieren, ob das funktioniert. Bei meinem Mac jetzt zum Beispiel haben die hier nicht wirklich funktioniert, aber die Multimedia-Tasten dafür umso besser. Also die Optik, tja, die haben wir nun besprochen, aber wie spielt sich das jetzt hier mit? Wie drücken sich die Tasten? Und ich muss sagen, gewöhnungsbedürftig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also man spürt hier, wenn man die so leicht eindrückt, die fühlen sich so ein bisschen maschi an, so ein bisschen, als wäre da, keine Ahnung, Gummi-Schaumstoff drunter. Man hat also keinen so ganz klaren Druckpunkt, war für mich jetzt irgendwie schon eher gewöhnungsbedürftig. Denn ich bin eigentlich so eine Tastatur hier gewohnt und wenn ich die reindrücke, dann merke ich also sehr klar einen Druckpunkt und das fühlt sich also schon sehr anders an. Aber ich denke, fürs Spielen, ja, könnte das durchaus gut sein, denn dann hackt man ja doch schon mal etwas fester hier drauf. Und ich denke, genau dafür sind die Tasten auch ausgelegt, dass sie das gut auffangen und vor allem lange, lange halten dann dabei. Und apropos lange halten, lange spielen, wenn man so spielt, dann drückt man ja nicht nur eine Taste nach der anderen, sondern man geht hier vor, zurück, zur Seite, schießt, bewegt sich hier, wählt irgendwas aus. Also man drückt auch schon mal einige Tasten gleichzeitig und genau hierfür ist die Tastatur auch ausgelegt. Die hat nämlich Anti-Ghosting für drei Tasten gleichzeitig. Dann könnt ihr hier zum Beispiel die drei Tasten drücken und dann wird auf jeden Fall jeder Tastendruck registriert. Eine wichtige Sache und das ist dann speziell ausgelegt hier für die Pfeiltasten und hauptsächlich hier für die Tasten im linken Bereich, also da, wo man beim Spielen am meisten mit zu tun hat. Werfen wir mal einen Blick auf die Unterseite. Da seht ihr, dass wir hier also ausklappbare Standfüße haben. Das ist ganz praktisch. Dann kann man das entweder flach auf den Schreibtisch legen oder in einem schönen Winkel, so wie es für euch am bequemsten ist. Außerdem haben wir hier noch kleine Gummifüße, damit ihr nicht hin und her rutscht beim heißen Gamen. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts Besonderes zu sehen, außer hier nochmal das Kabel. Am Ende des Kabels ist ein USB-Stecker und ihr könnt die Tastatur hier quasi überall einstecken. Plug and Play, egal ob Mac, Windows, Linux oder weiß der Himmel, was es noch so gibt, funktioniert überall einfach durch Einstecken des USB-Steckers. Das Kabel ist 1,60 Meter lang. So, und ich denke, damit hätten wir das Größte schon besprochen, was hier die Gaming-Tastatur betrifft. Also ein wirklich günstiger Einstieg, ich glaube 21, 22 Euro. Dafür kann man also nicht wirklich viel mehr verlangen, denn hochwertigere Gaming-Tastaturen sind wesentlich teurer. Und ich denke, wer hier einfach einen schönen Effekt schon mal sucht,
eine beleuchtete Tastatur mit verschiedenen Extra-Funktionen. Der kann hier gerne mal zugreifen bei der One-by-One-Gaming-Tastatur. Und falls mal irgendwas nicht funktioniert mit der Taste, so ein Teil wird auch mitgeliefert. Das ist extra dafür, dass man auch mal eine Taste leicht entfernen kann. Einfach reinstecken und ziehen. Und dann haben wir hier die Taste in der Hand und können sie zum Beispiel reinigen, wenn irgendwas dazwischen gekommen ist. Und man kann ja auch schön mal unten drunter sehen, wo die LEDs verborgen sind. Sollte mal hier was zu Bruch gehen bei so einer Taste, dann kann man auch die leicht austauschen, denn hier werden ein paar Austauschtasten direkt mitgeliefert. Also da hat One by One gut mitgedacht, aber ich packe die Taste jetzt mal wieder drauf, denn die war in Ordnung und ich brauche die ja noch. Falls ihr auch sowas brauchen könnt, Freunde, dann schaut einfach mal in den Link hier unten in der Videobeschreibung. Gebt der Tastatur von One by One mal eine Chance. Die Beleuchtung, die ist echt schön geraten, muss ich sagen. Und ansonsten macht sie auf jeden Fall einen recht robusten Eindruck. Und ich denke, die Tasten, die werden uns so schnell nicht im Stich lassen. Man muss eben ausprobieren, ob man hier mit dem Gefühl, das hier dabei rüberkommt, gut klarkommt. Also für längere Texte zu schreiben, würde ich die eher nicht nehmen. Aber so für hektisches Gaming und hartes Drücken der Tasten ist die, glaube ich, ganz gut ausgelegt. Und das wäre es, Freunde, genug gesagt zur Tastatur. Ein ganz nettes Gerätchen und ich glaube, ich werde noch eine Runde jetzt spielen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MeeAppleCat. Macht's gut. Ich glaube, dafür brauche ich rot. Kriegerisch rot. Ja.